Wir machen uns auf den Weg zu die Eisfälle oberhalb von Sertig. Wir haben uns geschickt, weil da ist doch immer recht viel los. Aber heut, wir wissen es auch nicht warum, sind wir den ganzen Tag allein unterwegs. Ganz rechts, der unscheinbarste von den 5 Eisfällen, ist unser Ziel für heut. Das Sertig-Kolor. Dann liegt es mal rechts. Ja. Die erste Seillänge startet mit ungefähr 75 Grad. Da muss man ein bisschen durch den Fels durchschlupfen da und dann ist man auch schon beim ersten Standplatz. Okay, Abstand. Der gebohrte Kettenstand ist ein bisschen weiter unten. Aber wir sind halt zu dritt unterwegs und da herum steht es einfach ein bisschen besser. Und dann geht es auch schon in die zweite Seillänge. Die ist wieder ein bisschen flacher wie die erste. Das ist cool, gell? Ja, das finde ich auch. Da haben wir wirklich einen super Tag erwischt. Das macht richtig Spaß. Die dritte Seillänge ist dann Gehgelände. Aber in der vierten geht es nochmal gut zur Sache. Nach den 2 Stufen ist dann nur mehr Standplatz. Aber mir hat das Klettern so gefreut, dass ich den glatt übersehen habe. Ich weiß jetzt, dass die 70 Meter bis nauflange. Und Manu hat den nötigen Power in den Armen und in den Händen. Ja, mit so einem Live-Kommentator geht es natürlich gleich doppelt so gut. Zwischendrin kann man sich dann nochmal ein bisschen erholen. Dann kommt nochmal ein zweiter Aufschwung. Dann sind wir schon oben und es geht auch gleich wieder runter. Schön war's.